Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Schwermetalle und deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ich möchte heute zum Thema Schwermetalle mit der Erklärung fortfahren, warum Schwermetalle einer der hauptauslösenden Faktoren sind für die Entstehung der Arteriosklerose. Es wird ja immer wieder propagiert, dass der hohe Blutdruck der hauptauslösende Faktor für die Arteriosklerose sei. Das stimmt so wissenschaftlich betrachtet nicht. Hier fehlt einfach der wirkliche Kausalzusammenhang zu den Ursachen für hoher Blutdruck. Hoher Blutdruck wird in erster Linie verursacht durch Schwermetalle. Schwermetalle, allen voran Blei. Warum ist das so? Blei führt als Übergangsmetall in der sogenannten Fentonreaktion mit Eisen zu Peroxiden. Und diese Peroxide schädigen unsere Gefäßwand. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie nehmen wir Blei zu uns? Blei in Spuren in sehr geringen Mengen haben wir natürlich zum Beispiel in Medikamenten. Natürlich aber auch in unserer Umwelt, das heißt natürlich erogen. Früher war es natürlich der Belastung oder der Zusatz im Benzin, aber auch in Druckerschwärze und natürlich einen relativ großen Anteil an Blei nehmen wir jeden Tag zu uns mit der Ernährung. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum einige Personen unter hohem Blutdruck leiden, symptomatisch werden sozusagen und wieder andere nicht. Das ist die gleiche Situation wie beim Quecksilber und bei allen anderen Schwermetallen auch. Wir benötigen für alle Entgiftungsleistungen, wir sprechen hier von Biotransformation. Die Biotransformation besteht aus zwei Phasen und findet in der Leber statt. Das heißt also Biotransformationsphase 1, Biotransformationsphase 2. Hierzu werde ich ein eigenes Video machen. Ich möchte jetzt im Moment nicht spezifisch darauf eingehen. Wichtig ist nur, in der Phase 2 benötige ich Glutation. Ohne Glutation kann ich nicht suffizient entgiften. Jetzt zeigt die Erfahrung von zahlreichen Patienten, dass Glutation nicht bei allen Menschen suffizient gebildet oder eventuell auch nicht regeneriert werden kann. Das heißt also, die Biotransformation, Entgiftung, Phase 2, hinkt bei sehr vielen Patienten hinterher. Das heißt, ungefähr 50% der Menschen heutzutage bezeichnet man als langsame Metabolisierer. Und diese langsamen Metabolisierer sind eben genau diese Patienten, die zum Beispiel unter Allergien leiden. Es gibt eine Korrelation. 50%, so schätzt man in der Wissenschaft, der Menschen haben das Potenzial zu einer Allergie. Und ganz genau diese 50% bezeichnet man eben auch als langsame Metabolisierer. Glutation. Noch ein bisschen was als Hintergrundinformation. Was ist Glutation? Glutation ist mittlerweile so ein bisschen in aller Munde. Glutation ist ein Tripeptid aus drei Aminosäuren: Glutamat, Cystein und Glycin. Teilweise also Gamma verknüpft. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, Glutation als Kapseln oder als Trachees, also einfach oral, einzunehmen. Weil im Magen wird durch die Magensäure dieses Tripeptid dann in einzelne Aminosäuren zerlegt. Und mein Körper kann dieses nicht mehr zusammensetzen. Lass dir in dieser Hinsicht nichts erzählen. Glutation wirkt nur, wenn du es intravenös gibst. Ja, oder eben teilweise auch intramuskulär. Man kann es in zwei verschiedenen Variationen ordinieren. Zum einen intravenös, als Ribotox zum Beispiel. Oder man gibt es intramuskulär. Nochmal zurück zum Thema Schwermetalle. Wenn du unter hohem Blutdruck leidest, dann musst du zunächst mal die Schwermetalle ausleiten. Hier allen voran Blei. Blei, wie gesagt, in der Fentonreaktion führt Blei zu einer Bildung von Peroxiden. Und diese Peroxide schädigen die Gefäßwand und führen in der Folge zu hohem Blutdruck. Noch ganz kurz möchte ich auf die Fragestellung eingehen. Warum verursacht eine Belastung mit Schwermetallen ähnliche Symptome
einer Borreliose. Die Borreliose an sich, wie ich schon gesagt hatte im anderen Video, hat nicht das Potenzial, sehr viele Krankheitssymptome hervorzurufen. Es ist vielmehr so, dass unser Immunsystem funktioniert sehr viel über enzymatische Reaktionen. Also alles in unserem Körper wird hervorgerufen durch enzymatische Reaktionen. Wenn unsere Enzyme in unserem Körper nicht funktionieren, dann haben wir ein mehr oder weniger großes Problem. Das heißt also, die ganzen katalysierenden Reaktionen, dazu brauchen wir Katalysatoren. Und diese Katalysatoren sind eben nun mal Enzyme. Und jetzt ist es eben so, dass Schwermetalle, allen voran Quecksilber, aber auch Blei, diese Enzyme, um es einfach zu sagen, hemmt, also inhibiert. Ja, das machen auch viele Medikamente. So funktionieren unsere Medikamente. Das heißt, wir haben Medikamente, die enzymatische Reaktion hemmen. Ja, insofern eben dann, um eine gewünschte Reaktion zu erreichen. Aber eine Sache musst du dir immer vor Augen führen. Zum Thema Schwermetalle, zum Thema chronische Vergiftung und zum Thema chronische Erkrankungen. Es gibt, nach meiner Erfahrung als Pharmakologe, als Physiotherapeut, als Heilpraktiker, in diesen 20 Jahren, wo ich mich jetzt mit Medizin beschäftige, medizinisch betätige, als Dozent, auch mit einigen hundert oder tausenden Patienten, weiß ich jetzt nicht, wie viele das sind, ich habe es nie gezählt, gibt es kein einziges Medikament, das das Potenzial hätte, eine Erkrankung zu heilen. Das heißt also, es gibt nicht ein Medikament unter den tausenden Medikamenten, die wir haben, das das Potenzial hat, zu heilen. Ich möchte die Pharmazie und auch die Pharmakologie hier nicht irgendwo in Diskredition führen. Wir brauchen zwingend notwendig im Akutfall die Pharmazie. Zwingend. Ja? Ich möchte im Herzanfall oder wenn ich einen akuten Herzinfarkt habe, möchte ich nicht auf die Medizin verzichten, in gar keiner Weise und in keinem Fall. Aber die Medizin, die wir heute haben, hat nicht das Potenzial, eine chronische Erkrankung wie hoher Blutdruck, Multiple Sklerose, Alzheimer, Parkinson, chronische Herzerkrankungen, Herzrhythmusstörungen, vor allem voran Herzrhythmusstörungen. Ganz viele Menschen leiden unter Herzrhythmusstörungen. Diabetes, eine ganz traurige Erkrankung, die eigentlich so nicht sein müsste. Das hat aber auch wiederum mit dem Patienten zu tun. Da darf der schwarze Peter nicht nur der Schulmedizin zugeschoben werden. Ganz, ganz viele Patienten sind einfach nicht willens, auch von ihrer Einstellung her, in der Lage, ihre Ernährung zu ändern. Und insofern kann ich auch meinen Diabetes nicht verändern. Aber auch hier langsame Metabolisierer, also mit wenig Glutation, die nicht in der Lage sind, ihr verbrauchtes Glutation, und Glutation wird jeden Tag verbraucht, ja, zu regenerieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel Toxine nehme ich zu mir? Wenn ich natürlich noch auf die irrige Idee komme, als langsamer Metabolisierer zu rauchen, verschiedene andere Drogen, Alkohol zu konsumieren, die keinen Sinn haben, die auch nicht förderlich sind für unsere Gesundheit, dann muss ich mich als langsamer Metabolisierer nicht fragen, warum es mich früher auf die Schnauze schlägt. Ja? Das ist ein Thema. Andererseits kennt natürlich jeder wiederum Menschen, die rauchen, die trinken Alkohol, haben einen völlig irrationalen Lebensstil und werden doch einigermaßen gesund 80 Jahre. Das hat mit der Metabolisation in der Leber, mit unserem Entgiftungssystem, mit der Biotransformation zu tun und mit dem Potenzial, Glutation zu regenerieren. Also Glutation wird verbraucht, ja, und wird durch zwei Enzyme, Glutationtransferasen, wiederum regeneriert. Und wenn ich jetzt natürlich einen Patienten habe, der das nicht kann, ja, dessen Enzyme einfach das nicht hergeben, dann habe ich einen Patienten, der mit unserer heutigen toxischen Umgebung einfach nicht zurechtkommt. Und dieser Patient muss natürlich ganz exakt darauf achten, was er zu sich nimmt, wie er sein Leben gestaltet und wird natürlich einbrechen durch unsere Umweltbelastung. Und wenn dieser Patient auch noch Amalgamfüllungen hat, ja, oder Fisch konsumiert, Fisch enthält zum Beispiel natürlich nicht die Mengen an Quecksilber. Ein einzelner Fisch, ein Fisch die Woche, ja, könnte man sagen, kann man mit klarkommen.
Aber dieses Quecksilber ist organisches Quecksilber. Und organisches Quecksilber ist um einiges toxischer, um Vielfaches toxischer als das Quecksilber, das anorganisch in unseren Zähnen frei wird jeden Tag. Insofern ist auch der Fischkonsum problematisch. Natürlich stellt sich jetzt für den einzelnen Patienten die Frage, was kann ich überhaupt noch essen, ohne mich zu vergiften? Eine sehr intelligente Frage. Meines Erachtens muss man hier schauen, dass wir eigentlich, wir kommen nicht um diesen Faktor umhin. Es ist traurig, es ist widerwärtig, es ist teilweise für das, sagen mal, doch so anthropozentrische Lebewesen wie den Menschen, der sich für so allwissend hält und für so perfekt, ja, eigentlich schon traurig. Aber wir müssen in unserer heutigen hochtoxischen Umgebung jeden Tag ausleiten. Ja. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag zum Heilpraktiker gehen muss oder jede Woche. Aber wenn du an einer chronischen Krankheit leidest, hohem Blutdruck, Multiple Sklerose, Parkinson, Alzheimer, Rheuma, ganz wichtiges Thema, Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen, Tachykardien, all diese ganzen chronischen Erkrankungen, für die die Schulmedizin nichts anzubieten hat, außer Medikamentenmangel. Ne? Das ist aber keine, das ist keine Diagnose. Dann ist es einfach so, dass du heute entgiften musst. Und dazu gibt es mehrere Möglichkeiten, aber wie schon gesagt, das ist nur möglich durch laborchemische Kontrolle der Schwermetalle. Bioresonanz führt meines Erachtens zu keinen suffizienten Ergebnissen in puncto Schwermetalle. Deswegen wichtig, wenn du eine Schwermetallbelastung hast, musst du dementsprechend eine Provokation durchführen. Das kann mit DMSA passieren, das kann mit DMPS geschehen oder mit Natrium oder Calcium EDTA. Das sind einige Begriffe, die sind jetzt im Moment nicht wichtig. Die musst du auch nicht verstehen. Wichtig ist nur, du musst ein chemisch definiertes Antidot zuführen. Du kannst also keine Haarmineralanalyse machen und daraufhin dann Rückschlüsse ziehen, habe ich eine Schwermetallbelastung oder nicht. Du kannst auch nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, nimm mir ein bisschen Blut ab, um dann nachher Rückschlüsse darauf zu ziehen. Das ist ja genau der Fehler, der immer wieder gemacht wird, ob ich eine Schwermetallbelastung habe. So funktioniert es nicht. Du musst die Schwermetalle mit einem Antidot provozieren, mobilisieren und zur Ausscheidung bringen. Und den Urin oder den Stuhl kann man beides machen. Stuhl ist vielleicht sogar in einigen Patienten, bei einigen Erkrankungen, bei einigen Stoffwechselstörungen der Entgiftung sogar noch besser. Aber wie gesagt, du musst die Schwermetalle provozieren, nicht mit Chlorella. Ja? Also bitte nicht mit Chlorella versuchen, eine Provokation. Und auch keine Haarmineralanalyse. Die Haarmineralanalyse ist kein suffizientes Verfahren, weil langsame Metabolisierer die Schwermetalle eben nicht metabolisieren und auch nicht in die Haare transportieren. Insofern haben wir genau bei den Patienten, die eine Schwermetallausleitung am notwendigsten hätten, haben wir ganz genau das Problem, dass eben diese Patienten bei all diesen Verfahren, die nicht suffizient Schwermetalle anzeigen, detektieren, eben mal mehr oder weniger negativ sind. Und das führt zu völlig falschen Ergebnissen und das führt zu völlig falschen Therapien. Und meiner Erfahrung nach enden diese Patienten dann mit Osteopathen oder bei endlosen Akupunktursitzungen, die, naja, entschuldige, die aber nur Geld kosten, nichts bringen. Was willst du mit einer Osteopathiebehandlung, wenn deine Enzyme nicht funktionieren? Was willst du mit einer Osteopathiebehandlung, einer Akupunktur, wenn du ständig Candida im Darm hast und diesen Candida nicht loswirst? Ja? Der Candida an sich ist nicht problematisch. Der Candida an sich produziert nur Toxine, die deine ohnehin schon geschädigte Leber und deinen langsamen Metabolismus für Toxine, eben gerade zum Beispiel primitive Alkohole, ja, inhibieren. Das heißt also, wenn du zu einem geschädigten Organismus durch eine langsame Biotransformation, das sind einfach die GSH-Polymorphismen, jeder Patient hat unterschiedliche
Entgiftungsleistung aufgrund dieser unterschiedlichen genetischen Polymorphismen. Der eine entgiftet gut, der andere entgiftet weniger gut und das hängt zu einem großen Teil am Glutathion. So, jetzt hast du Schwermetalle und aufgrund der Schwermetalle hast du Candida. Der Candida ist nicht zu eliminieren, weil Candida hilft deinem Organismus, Schwermetalle zu binden. Und wenn du jetzt Candida behandelst, ja, wie viele Frauen das machen, weil sie immer wieder Ausflüsse haben oder weil sie Fußpilze haben oder jetzt nicht nur Frauen, auch Männer, klar, dann werden Schwermetalle frei und du fühlst dich noch schlechter. Es gibt nicht wenige Patienten, die nach einer Behandlung von Candida oder nach einer Diät, die wirklich dann auch suffizient funktioniert hat, ja, dass man 10, 50 Kilo abgenommen hat, die danach eine akute Erkrankung entwickeln, weil eben dadurch die im Fettgewebe metabolisierten Schwermetalle ins Gehirn gedrungen sind. Also ich rede jetzt von Amyotrophe, Lateralsklerose oder akute Depressionen. Nicht wenige Frauen verlieren 20 Kilo innerhalb von kurzer Zeit, durch welche Maßnahmen auch immer, ketogene Diät zum Beispiel, funktioniert zur Gewichtsabnahme zumindest mal temporär sehr gut, aber diese Patienten sind nicht selten danach akut vergiftet. Abschließend möchte ich noch auf ein kurzes Thema eingehen, Kryptopyrolurie. Die Kryptopyrolurie, sehr viele Menschen leiden mittlerweile unter einer Kryptopyrolurie, so sagt man zumindest, die Schulmedizin akzeptiert diese Diagnose ja nicht, teilweise berechtigterweise, teilweise unberechtigterweise. In aller Kürze, Kryptopyrolurie ist nicht wirklich kausal behandelbar. Was kausal behandelbar ist, ist die Schwermetallbelastung. Ich mache ein eigenes Video zum Thema Kryptopyrolurie und erkläre dir explizit, was versteht man an Kryptopyrolurie, wo sind die Gefahren, wo sind die Risiken und kann ich die Kryptopyrolurie behandeln und wie kann ich sie behandeln. Schon jetzt vorweg, zunächst einmal immer Schwermetalle ausleiten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.